Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir hier unser neues Forschungssystem, unsere ersten Brecher aufgestellt und so weiter und so fort. In dieser Folge würde ich eine unserer unlukrativsten Züge austauschen. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er. Hier unser Freund hier, der Pirchtenstedt, der ist unlukrativ as hell. Deswegen wird der jetzt... Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt speichern als und dann so das machen. Und ihm jetzt dadurch einen neuen Kollegen geben, einen eigenständig fahrenden Zug. Ihn hier. Er hat 35 Passagiere, ist klein und braucht wenig. Und ist wahrscheinlich relativ flink. Er kommt jetzt auf diese Pirchtenstedt Nordeststrecke und darf auch starten. Aua! Schau dir diesen kleinen Miesepeter an. Mit dem kannst du eigentlich irgendwo so kleine Stationen aufbauen und der fährt überall durch. Und der reicht dir auch vollkommen für die Strecke. Tief in den Tunnel! Und du, mein Freund, wirst ausrangiert. Du bist unnütz. Geh zurück ins Depot. Steht er da im Tunnel und warte, bis er ins Depot verschwindet. Auf einer der perfektesten Positionen für so einen Scheiß. Jetzt ist er im Depot. Aber unser kleiner Freund ist cool. Wo ist er denn schon wieder? Alter, der ist flink. Der ist verdammt flink. Mag den kurz mal verfolgen. Der hat jetzt irgendwie gleich ein paar Passagiere geladen. Ja, yep, der hat ein paar Passagiere drin. Zack. Und hier bräuchten wir rein theoretisch Steine. Bedeutet, wir könnten rein theoretisch Steine hier hinliefern, aber... Not von interest right now für mich. Was ich aber jetzt, genau, was ich eigentlich vorhatte, war ja, wir haben... Oh no. Ah, ich habe die Produktion fliegen lassen. Bedeutet, ich habe umsonst Eisen nach unten produziert mit dem... Oh, fuck. Scheiße. Das war eine scheiß Idee. Nicht so gewollt. Fuck. Leute, ich habe gerade einen Zug komplett umsonst eingesetzt. Aber kann ich meinen Dieselzug nicht umbauen, rein theoretisch? Irgendwann wird da schon wieder was herkommen. Wo ist er denn? Wo ist der kleine Zug? Wo ist das kleine flinke Wiesel? Ist das gerade ein Tunnel? Stopp, da oben ist es. So, kann ich jetzt bei... Was kann ich bei dir bei den Anhängern einstellen? Nimm du mal 4 Eisen mit. Wie viele Anhänger hast du? 11. Nee. Stimmt gar nicht. Du hast 10 Anhänger, weil 1 ist ja... Bedeutet, du fährst Kohle und Eisen einfach. So schaut's aus. Dann hast du auch wieder einen kleinen Sinn. So. Zug 8 in den letzten Jahren. Okay, die bringen aber sich auch teilweise kein Geld ein, weil sie halt fahren und dann den Transport abliefern. Wie zum Beispiel die Holzmöbel. Ich weiß gar nicht, wo da das Lager für nochmal steht. Da. Unser kleiner Freund fährt jetzt mit seiner neuen Lieferung und bringt hoffentlich damit Geld ein. Ja, bracht 96.000, das geht. Das ist lobenswert, das ist passend, das ist okay. Wir tauschen aber hier jetzt unser Depot aus. Weil, wer will ein altes Depot heutzutage noch, ne? Absolute Katastrophe, so... Wir brauchen hier Depot, Depot Nummer 2. Wir gehen modern mit Flachdach.
Was kann ich jetzt hier? Oh. Oh. Hui. Der schaut ja verlockend aus, du. Wer bist du denn? Damit können wir halt einiges verändern. Wir haben unsere Buslinie hier, ne? Wie hießen die? Was, unter was liefen die? Stadtrundfahrt 1 heißt sie. Wir reduzieren Stadtrundfahrt 1 mal auf einen Doppeldecker. Würde ich sagen. 22 Leute kann der transportieren. Du gehst auf... Nein, Stadtrundfahrt 1. Genau. Du gehörst ab sofort zur Stadtrundfahrt 1 Strecke. Während ihr anderen alle mal bitte zum Depot zurückkehrt. Das Problem ist, also was ich eindeutig uncool finde in diesem Spiel, ist, dass sie, wenn sie zum Depot zurückkehren sollen, auf der Strecke stehen bleiben und dadurch den Verkehr blockieren anfangen. Das finde ich cooler, wenn sie wirklich zum Depot fahren. Weil dann sind sie wenigstens in Motion, wenn du einen Zug hast. Was stand hier? Hier stand sicher was. Ich weiß bloß nicht mehr was. Upgradest du mal? Oh, du bist schon Stufe 4. So, jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir denn bei der Eisenproduktion fahren. Und wie viel kann so einer laden? 7 von 7, der kann 7 fahren. Was ist, wenn wir die 5 gegen 2 moderne austauschen? Alle verkaufen. Ja. Stahlträger. Wer kann hier Stahlträger? Du kannst Stahlträger fahren. Bin ich richtig? Perfekt. Dann duplizieren wir den. Und Stahlträger Pirchten statt 4. Ihr beide seid in. Fahrt mal die Stahlträger jetzt. Und ihr werdet alle aus dem Verkehr gezogen. Wir reduzieren mal unsere Truppe wieder. Weil man große Züge hat. Die müssen. Alter, der Bus fällt auf wie. Wir überfüllen den nicht. Und dadurch sollte hoffentlich die Produktion auch reichen. Der eine Bus hat auf jeden Fall viel mehr Sinn gegeben. Und der macht gleich auch gut Plus. Wir werden alle Züge jetzt ein bisschen anpassen, vor allem auch die LKWs, die Holz transportieren. Wir werden angepasst. Alle verkaufen. Yep. Und dann brauchen wir noch... Alter, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Busse sind dafür zuständig, dass sich der Betrieb... speichern. Dass der Betrieb sich einigermaßen wohlfühlt. Wir reduzieren das mal auf 5. 5 neuwerkhältige Busse. Transporter. So. Wir stellen dich gleich mal ein. Du bist Holz. Kaufen. Und du wirst gleich auf die Pirchtenstadt Holzroute eingeschworen. Und dann kopieren wir dich 5-mal. Alle losschicken und die alte Pirchtenstadt Holzroute. Die ganze Fahrkampagne hier wird ausgemustert. Das reduziert den Verkehr schon mal um einiges. Wenn Sie das anschauen alleine. Alle verkaufen. Gib mir nochmal eine halbe Million zurück. Ja, der bringt auch kein Geld, weil der tut nur produzieren fahren. Und schon schaut die Stadt schon wieder ein bisschen ruhiger aus. Allein, dass dort nur noch die hochproduzentigen Fahrzeuge fahren, die doppelt so viel geben.
Hier zum Beispiel, jetzt oder schaut, das Lager hält sich einigermaßen. Ich habe, glaube ich, haben wir gerade das Holzlager geleert. Das wäre das erste Mal seit langem, dass wir das Holzlager komplett lernen, aber glaub nicht, nee. Er hat es trotzdem geschafft, dass er bummvoll wird wieder. Aber wir kratzen immer gleich so, dass er so knapp voll ist. Das ist eh an der guten Grenze, so wie es ausschaut. Er hat es gleich mittlerweile unter Kontrolle mit den neuen. Wir machen mehr Profit wie davor auf jeden Fall. Schaut schon mal um einiges besser aus. Wie schaut es bei ihm aus? Schauen wir uns mal an, mit was der fährt. Was fährt denn der Eisenverkauf hier? Oh, gleich sogar nochmal die ganz, ganz alten Maschinen. So, das ist Eisenverkauf ab sofort. Kriegt Eisenverkauf einen eigenen. Wo ist die Eisenverkauf? So. Kopieren wir, machen wir 3 draus. Damit reduzieren wir das schon mal. Oder machen wir 4. Ist reduziert, aber erhöht die Menge, die gefahren wird. Wir nehmen die alten Fahrzeuge raus. Die sollten in kürzester Zeit dann auftauchen. Die machen nicht auch richtig Profit. Und hier fahren 5, dann machen wir nochmal 3 von. Kaufen wir auch so ein. Der liefert Kohle, ja. Bedeutet, du kommst erste Verkauf, wo erste Kohleroute. Und wirst mal mindestens 3 kopiert. Na, mal trotzdem 4. Der will ja trotzdem gut Profit machen, glaube ich. Und lieber zu viel als zu wenig. So, euch schicken wir los. Euch schicken wir zum Depot. Und dann wieder verkaufen. Bringt uns mir nochmal ein bisschen was. Alter, das Geld, was hier reinfließt. Wahnsinn. Man sieht auch eindeutig, dass die reduzierte Masse an Fahrzeugen die Stadt wieder ein bisschen ruhiger macht. Es gibt noch ein paar Sachen, wie hier zum Beispiel. Das ist, glaube ich, der Verkauf von Holz. Oh no, ich sehe gerade einen Stau. Why? Warum? Das ist jetzt nicht nur ein Problem, das ist ein Riesenproblem. Weil keiner von den Zügen kann sich verduften. Obwohl, du kannst dich verduften. Alter, ich habe gerade die Lösung over 9000 gefunden, ne? Wenn ein Fahrzeug im Weg steht, schick es ins Depot. Und dann gehst du wieder ins Zugdepot einfach. Und siehst auch, guck mal, der Zug ist auch noch drin. Dich schicken wir erstmal wieder los und den anderen machen wir alle verkaufen. Du bist was? Ah, du musst geradeaus weiter, okay. Gut. Und es löst sich der ganze Stau wieder auf. Ich habe den Fehler gefunden außerdem gerade. Das ist das falsche Signal. Da stand einfach das eiskalt falsche Signal. Glaub's kaum. Jetzt müssten dann alle auf grün schalten, glaube ich. Yes. Perfekt. Besser auf jeden Fall schon mal wieder. So wollen wir das. Alter Verwalter. Ah, der muss noch forschen. Vollkommen vergessen. Da war was. Sorry. Wir brauchten den noch. Oh, der hat noch gar nichts gemacht. Der hat uns doch mal laufen lassen, ne?
Dann lassen wir mal laufen. Upsi, was habe ich echt gerade geforscht? Ah, Beton habe ich gerade geforscht. Beton, da war was. Ja, da war was. So, Geld machen wir auf jeden Fall gut mittlerweile. Ich glaube, mich interessiert mal, macht der kleine Zug Profit? Ah, knapp. Besser auf jeden Fall als andere. Wir haben es optimiert, nennen wir es so. Aber der Monat ist ja auch noch nicht rum, aber er steigt halt trotzdem die ganze Zeit. Aber besser, als ich es erwartet hätte. Das nennen wir es so. Ich hätte es schlimmer erwartet. Und dafür, dass es dieser Mini-Zug ist, der von A nach B brettert, der ist eh unauffällig, der tut nicht wirklich was groß zum Schienenverkehr Negatives beitragen, aber er macht halt trotzdem ein bisschen Minus, macht er, aber er tut halt den Verkehr ein bisschen aufhalten, ne? Haben wir noch... Oh, uns fehlt unsere Hauptroute. Sollen wir da mehrere kleine machen? Wir könnten eine Großroute machen, so 1, 2... 3, 4, 5 und wieder weiter. Und das mit ganz vielen Kleinen, die rein und raus düsen. Bestimmt voll lustig. Weil die halten ja auch viel, ne? Mich interessiert das mal. Aber Leute, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.